Vielen Dank, Herr Präsident. Auch ich möchte mich bei den zwei EU-Parlamentariern recht herzlich bedanken, dass sie sich heute die Zeit nehmen, eben hier uns Einblick in die EU-Welt zu geben. Die EU hat sehr viel Positives gebracht, eben besonders im Hinblick, eben, dass eben auch die sichtbaren Grenzen abgebaut wurden. Jedoch, ich möchte heute auch die Situation hier, die Möglichkeit nutzen, um eben hier einige Dinge auch noch anzubringen, denn das Ganze ist auch noch ausbaufähig. In Bezug auf die Wirtschaft, auf die Unternehmen, möchte ich noch erwähnen, dass es eben auch heute noch, nach so vielen Jahren eben jetzt, noch immer nicht möglich ist, dass man eigentlich grenzüberschreitend eben auch hier Waren einkauft. Es ist immer noch, wie man sieht, es werden unterschiedliche Mehrwertsteuersätze angewandt in den verschiedenen Ländern. Auch wenn hier Betriebe etwas vom Nachbarland eben kaufen möchten, dann ist das immer noch mit sehr großem Aufwand verbunden, sowohl vom buchhalterischen her, wie eben auch vom finanziellen, dass es separat verbucht, separat besteuert werden muss. Auch hier meines Erachtens gäbe es noch hier große Arbeit für die EU, wo man einfach hier diese Kreisläufe, diese wirtschaftlichen Abläufe noch effizienter und leichter machen könnte. Gerade durch die Digitalisierung müsste es doch heute möglich sein, eben gerade diese Daten eben einwandfrei eben weiterzuleiten und dass hier nicht der einzelne Unternehmer die großen Mühen hat, sich eben selbst hier dahinter setzen zu müssen und eben jede einzelne Rechnung eben separat abzurechnen muss. In Bezug auf die Arbeitswelt möchte ich auch ansprechen, dass es doch auch hier eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit geben müsste. Es sollte ein intensiver Austausch möglich sein unter den Ländern, wie zum Beispiel derzeit eben auch der Fachleutemangel in der Berufswelt, sowohl bei den Ärzten wie auch im Tourismus, aber auch in anderen Bereichen, auch im Handwerk. Und ob man dies nicht gerade könnte mit EU-weiten Projekten eben ermöglichen, dass hier ein Austausch stattfindet, dass man sich EU-weit ansieht, wo gibt es Stärken, wo gibt es Schwächen, wo gibt es Lücken, wo ist Überschuss da, und gerade das könnte man sich eben gegenseitig hier dann eben austauschen und eben gewisse Lücken eben stärken, dass das Starke noch stärker wird, aber auch die Schwächen eben ausgeglichen werden. In diesem Zusammenhang möchte ich aber auch Projekte ansprechen, die in den letzten Jahren verstärkt immer wieder auftauchen, und zwar eben Lokalität bzw. Regionalität, was bereits meine Kollegin eben Maria Kunzer angesprochen hat. Auch das spielt sich nicht nur in Südtirol ab, sondern eben auch in allen angrenzenden Ländern, wie man sieht, immer mehr gerade im Tourismus, eben auch in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft, ist verstärkt zu spüren, dass hier einfach auf lokale Kreisläufe gesetzt wird. Alles schön und gut in Bezug auf TTIP, man muss in Bezug auf die Weltmärkte, auf die Wirtschaftsmärkte, muss man Synergien bilden, man muss stark sein, man muss sich zusammentun, um eben hier konkurrenzfähig zu bleiben. Doch was auch wichtig ist, man darf auch nicht die kleinen lokalen Kreisläufe vergessen, und dort wäre es absolut wichtig, europaweit zu versuchen, jede Betriebe, jede Unternehmen, die hier diese kleinen lokalen Kreisläufe nutzen und eben dadurch fördern, dass eben gerade, was heute auch angesprochen wurde, die Stärkung des ländlichen Raumes eben, der Peripherien eigentlich, eben, dass das unterstützt wird. Und dass zum einen eben die Kreisläufe eben hier, dass nicht nur alle von einem Großen, nur die Großen von einem Kuchen etwas abbekommen, sondern auch die Kleinen. Und dies gilt es zu fördern, sowohl lokal, aber auch europaweit. Und dass jeder Unternehmen, die diese kleinen Kreisläufe unterstützen, dass man denen eben auch, dass man die auch wiederum unterstützt, durch entweder durch finanzielle Maßnahmen oder durch Steuererleichterungen. Dies könnte eben auch europaweit geschehen, und wie eben auch bereits mein Kollege Sven Knoll angesprochen hat, eben, wie es eben auch möglich ist, hier über die Milchwirtschaft eben grenzüberschreitend eben Kreisläufe zu fördern und dass dies dann auch eben wiederum zur Stärkung der Wirtschaft beiträgt. In Bezug auf die Flüchtlingsthematik möchte ich eben auch sagen, gerade in Bezug auf die Digitalisierung wird es doch möglich sein, dass auch Daten grenzüberschreitend eben weitergeleitet werden. Es kann doch nicht sein, dass Daten, die in Italien registriert werden, aufgenommen werden, weder in Österreich noch in Deutschland aufscheinen. Auch hier könnte eigentlich gerade im Zeitalter der Digitalisierung europaweit doch einiges besser funktionieren.
Abschließend, ganz etwas Wichtiges noch für Südtirol, konkrete Fragen eben auch an die zwei Abgeordneten, und zwar, wie stehen Sie zur Selbstbestimmung? Gerade das ist für Südtirol absolut wichtig. Wie stehen Sie dazu, sollte sich Katalonien von Spanien abspalten? Deshalb, das sind meine konkreten Fragen. Ich bitte Sie um Beantwortung und auch um einige Informationen zu bekommen, wie es eben auch hier damit aussieht, die lokalen Kreisläufe etwas mehr zu fördern und zu unterstützen. Dankeschön.